Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber. Hier bei Heisenberg zockt. So, der IC ist unterwegs nach Wien und der kriegt jetzt Gesellschaft vom IC, der hier irgendwie auch noch auf diese Gleise soll. Ich möchte nochmal schnell gucken, hier unten in Hamburg, ob es nicht vielleicht doch cleverer wäre, hier eine Brücke, eine zusätzliche zu installieren, wenn wir hier in den Bahnhof reinkommen. Also, wenn wir dieses Gleis nutzen, dann sind wir irgendwie hier. Das ist je nachdem dann eh noch schwierig, darüber zu kommen. Ich muss noch mal kurz gucken. Ich glaube, das, welches war denn frei? Das hier war, glaube ich, frei. Jawohl, das wäre frei. Das könnten wir nehmen. Da müssen wir dann aber von hier noch da reinkommen. Und hier haben wir eine Weiche. Das heißt, hier kommen wir nicht rüber. Wenn wir eine Brücke machen, die irgendwie hier reingeht. Ja, irgendwie diese Brücke, die lässt mich gerade nicht los. Moment, wir machen mal noch mal. Da bräuchten wir ein Gleis. Ah, dieses schwarze Ding hier. Ein Elend. So, wenn wir dich vielleicht hier rausziehen und dann hier runter, würde das denn theoretisch funktionieren? Da haben wir wieder Weichen im Weg. Hier kämen wir hin. Dann kämen wir hier auch mit einer Weiche dann hier rein. Das würde funktionieren. Ist das cool, wenn hier eine Brücke ist? Ja, warum nicht? Ja, es geht fast nicht anders. Wir kommen ja da nicht rüber. Ah, wenn dieses schwarze Ding nicht wäre, dann würde ich sogar sehen. So, dann müssten wir aber hier eigentlich in dieses Gleis rein, wenn das irgendwie geht. Oder wir machen das Ganze halt ja, für eine gewisse Zeit eingleisig. Wie finde ich das? Ich weiß es noch nicht. Ich würde sagen, wenn dieses schwarze Ding nicht wäre, dann könnte ich ein bisschen besser gucken. Wir bauen das mal. Wir können es wieder wegnehmen, wenn es irgendwie Käse ist. So, hier rein. Dankeschön. Das würde jetzt heißen, eingleisig kämen wir hier lang, hier lang, hier lang, beziehungsweise wir müssen da noch rüber. Moment. Da machen wir doch hier, wenn wir können. Wir werden es gleich sehen. Ja, nee, so nicht. Aber hier müsste doch hier eine X-Weiche gehen. Hier ist der Ansatz der Weiche. Ja, funktioniert auch. Gut, dann machen wir hier eine X-Weiche. Dann kommen wir da rüber. Ich glaube, verstellt in dem Sinn haben wir jetzt nichts. Jetzt haben wir es eingleisig. Das heißt, wir kommen hier rein. Hier raus können wir dann hier lang. Und hier müssen wir wieder irgendwie unter der Brücke durch oder über die Brücke rüber. Oder wir gehen halt dann auf dieses Gleis. Das werden wir uns dann ansehen. Jetzt das Ganze zweigleisig. Ist das irgendwie auch noch zu machen? Kommen wir hier vielleicht? Nee, das können wir nicht. Nee, das geht definitiv nicht. Wäre ein Versuch wert gewesen. Hier raus. Das würde klappen. Das ist eigentlich was wir... Nee, das ist nicht was wir wollen. Dann sind wir in dem Gleis drin. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen ja in dieses rein. Wir müssen das so machen, dass wir das hier... Ja, aber das bringt nichts. Das ist eine zu kurze Strecke. Wenn wir hier noch ein Gleis haben und dann meinetwegen irgendwie hier rausgehen. Das würde ja theoretisch sogar funktionieren. Wenn wir dann hier die Weiche haben und warten müssen, dann stehen wir hier oben mit dem Rest des Zuges auf der Weiche und blockieren die Züge, die hier rüber wollen. Ja, wir könnten höchstens gucken, ob er weiter nach vorn kommt, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Ich weiß jetzt halt auch nicht, wie lang der IC ist. Wir machen es mal. Wir schauen uns das an, wenn wir es gebaut haben, sonst müssen wir halt mit Wegpunkten, je nachdem die Linie, nochmal abändern. So, und jetzt gucken wir, dass wir mit dem Gleis aber möglichst weit kommen. Das heißt, hier lang. Das würde sogar gehen. Die Frage ist, ob wir da irgendwie in irgendeiner Form noch hier rüberkommen. Wow. Mensch, Spiel, du hast doch einen an der Waffel. Wobei, nee, das ist eine Kreuzung. Schade. Spiel hat doch keinen an der Waffel. Der Erbauer hat einen an der Waffel. Aber vielleicht geht es ja doch irgendwie. Doch, guck mal, das geht nämlich tatsächlich. Das ist ja schon der Hammer. Hier, Kreuzweiche über Weiche und... Ja, nehmen wir. Dann müssen wir dann gucken mit den Signalen, wie wir das am besten anstellen. So, hier rauf. Es ist schon einfach nur cool, was man hier machen kann. Definitiv. Ich bin gerade völlig begeistert, wie ihr vielleicht merkt. Mein Transportfieber. So, das Einzige, was mich noch stört, ratet mal. Ja, dazu sage ich jetzt nichts mehr. Dieses schwarze Etwas. Hier könnten wir das Ganze noch aktivieren. Denn wie gesagt, also wenn es dann nichts bringt, wenn man Doppelkreuzungsweichen aktiviert, ich würde mal sagen, Schaden tut es dann eben auch nicht wirklich. So, machen wir auch mal noch. Okay. Und ansonsten hier hinten. Ja, jetzt haben wir hier halt noch eine zweite Abfahrt. Wie wir jetzt von hier weiterkommen, das werden wir uns jetzt gleich mal betrachten. Also das funktioniert schon. Wir kommen hier lang. Können hier in dieses Gleis. Und wenn wir zurückfahren hier,
Beziehungsweise, Moment, wir müssen dann wieder auf dieses Gleis kommen, auf das hier. Ja, da haben wir hier die Weiche. Doch, das müsste eigentlich theoretisch klappen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wir wollen jetzt von Hamburg, ja, nach Weißwasser eigentlich. Da müsste es eh eine bestehende Strecke geben. Mal gucken, wie wir da auf das Gleis kommen. Jetzt brauche ich nochmal zur absoluten Sicherheit die Linien, dieses Gleis. Also, hier kommen wir raus. Dann sind wir auf den Gleisen hier. Dann kommen wir hier eigentlich rüber und kommen hier auf die Brücke. Dann wären wir eigentlich eh schon richtig. Dann geht es hier Richtung Weißwasser. Man sieht, tonnenweise Züge in dem Sinn haben wir nicht. Sag mal, stehst du gerade? Ach so, das ist, jedes Mal denke ich, das ist ein Zug. Das ist kein Zug. Das ist ja unser Grünzeug, was wir mal eingepflanzt oder angepflanzt haben. Ja, eigentlich Platz haben wir. Also man sieht, hier ist nicht Dauerverkehr. Dann machen wir das so. Jetzt müssen wir gerade mal kurz gucken. Das Gleis war's. Hier lang. Hier rüber. Hier rüber. Und hier auf dieses Gleis. Und dann haben wir diese Linie. Dann mal hier gucken. Genau. Dann können wir hier lang. Gehen hier raus. Und sind dann hier unten. Jetzt mal gucken, mit wem teilen wir das Gleis. Oh, mit der ICE-Linie. Das muss nicht zwingend sein. Da würde ich dann lieber auf diese Gleise rüber. Und auf der Brücke ist es eigentlich egal. Da stören wir in dem Sinn niemanden. Aber jetzt sollten wir hier unten die Möglichkeit haben, dass wir noch wechseln. Das heißt, wir machen hier nochmal Weichen. So, möglichst schon ein bisschen mit Tempo. Das sieht man. Ja, 100, das passt. Und dann eben. Dann müssen wir das Ganze natürlich entsprechend regulieren mit Wegpunkten und Signalen. Jetzt muss ich gerade schnell gucken. Stimmt das, was ich hier mache? Vom linken Gleis ins linke. Doch, das stimmt. Dann wollen wir hier noch rüber. Das klappt eigentlich auch. Auch durchaus mit Tempo. Okay. Dieses Signal wird dann wahrscheinlich weichen müssen. Puh, jetzt haben wir hier aber ein riesiges bisschen. Moment, da können wir glatt nochmal ein paar Doppelkreuzungsweichen aktivieren. Da kommt jemand, der warnt uns. Ja, der ICE. Hallöchen. Ja, hier wollen wir eben nicht in die Quere kommen. Wir müssen hier halt das Gleis wechseln. Oder könnten wir es anders lösen? In das Gleis rein? Ne, das ist viel zu weit weg. Da kommen wir von da hinten nicht wirklich gut rüber. Aber wir können hier problemlos eigentlich das ICE-Gleis mitverwenden. Es geht ja eben nur bis hier unten hin. Und dann wechseln wir rüber in dieses Gleis hier vom normalen Zug. Dann sind wir hier also links. Sind weiterhin links. Sind immer noch links. Hier immer noch und kommen dann hier unten daher. Und jetzt schauen wir, wo wir hier, hallo Spiel, wo wir hier reinkommen. Das müsste eh die Linie hier sein. Ja, die, das ist die, mit welcher wir uns dann das Gleis teilen. Also wenn wir hier unten daher kommen, auf diesen beiden Gleisen, dann haben wir die Möglichkeit, hier vorne im Moment eigentlich nur in dieses Gleis reinzukommen. Wir brauchen mal die Linien. Dann sehen wir, hier, nee, das ist nicht frei, das ist weiß von der Linie her, das sieht man nicht genau. Aber das Gleis hier, das ist eigentlich fast das Einzige, was wir noch haben hier in Weißwasser. Da hätten wir noch eins und hier oben haben wir zwar auch noch eins, die sind noch nicht gebaut. Aber das hier wäre frei. Das heißt, wir könnten hier rein, wenn wir reinkommen. Da bräuchten wir hier vorne halt nochmal ein paar Weichen, denn von hier aus kommen wir nicht rüber. Oder wir müssen zumindest mal in dieses Gleis rein. Ich brauche nochmal die Linien. Hier haben wir ordentlich schon Verkehr. Hier kämen wir rüber. Das würde also funktionieren. Warum haben wir denn hier ein Signal? Oder einen Wegpunkt? Ach, das Signal ist von der Linie. Okay. Ja, machen wir das mal hier vorne. Dass wir hier rüber gehen. So, hier rein. Okay. Und hier auch noch. Ich mache mal die Linien weg. Dann sieht man es ein bisschen besser. Stimmt das so? Moment. Eigentlich eingleisig dann hier. Sehe ich das richtig? Das wäre zumindest die Idee, dass das eingleisig werden würde. Wir kommen von hier nach hier und von hier müssten wir eigentlich nach hier. Jetzt wird es ganz interessant. Moment. Ich muss mir das nochmal kurz durch den Kopf gehen lassen. Ah, da sind wir wieder bei den ICEs. Okay, das ist aber egal. Wir sind ja wieder im Bahnhofsbereich. Es funktioniert irgendwie sowieso gerade nicht. Ich überlege mir gerade, wie wir das am besten hier lösen. Vielleicht doch eingleisig. Dass wir hier eine Doppelkreuzungsweiche machen. Dann kommen wir da nämlich eingleisig
auf dieses Gleis. Dann wären wir hier vorne. Hier können wir noch rüber. Doch, das würde klappen. Dann wären wir hier. Hier hinten wollen wir wieder raus, denn jetzt wollen wir nach Norddeich. Und zwar direkt von hier aus, ohne da Erdekeim noch mitzunehmen. Da müssen wir gucken. Haben wir eine Direktstrecke? Haben wir nicht. Da könnten wir hier schön dem See entlang. Guck mal, das ist ja ganz klasse. Also nochmal Linie. Ich bin ja mal gespannt, wenn wir dann die Linie einzeichnen, ob ich noch ungefähr weiß, was ich wollte. Wir müssen einfach den nicht benutzten Gleisen sozusagen folgen. Dann müsste das schon klappen. Hier vorne raus. Da können wir rüber. Dann sind wir hier in diesen Gleisen drin. Dann könnten wir hier eigentlich mitwechseln sozusagen. Und hier aber geradeaus. Würde das klappen? Da haben wir halt dann Gleis im Weg. Sonst müssten wir hier rein und da eine Kurve machen. Das möchte ich nicht, wenn es nicht sein muss. Wir könnten vom Platz her auch hier irgendwie noch mit einer Brücke rüber. Muss aber auch nicht sein. Das Problem ist einfach, hier ist eh schon verstopft. Verstopfen wir jetzt hier zusätzlich nochmal, wenn wir hier auch noch rausgehen? Wahrscheinlich ja. Man sieht schon, die stehen, weil hier irgendwo gefahren wird. Ja, gleich von zwei Zügen. Also, es wäre einfacher. Wobei, wir müssen ja trotzdem aus dem Bahnhof raus. Also von daher ist es eigentlich egal, ob wir jetzt hier auf eine Brücke gehen oder ob wir noch bis hier vorne die 20 Meter fahren und dann hier runter. Das nimmt sich nichts, würde ich behaupten. Also, dann gehen wir hier raus. Eingleisig, wenn wir das können. Wir gucken mal. Da fängt halt gleich die Weiche an. Aber so wird es gehen. Hier einfach mal quer rüber. Das geht, aber das gefällt mir halt einfach nicht. Wenn, dann müssten wir hier tatsächlich nochmal auf eine Brücke rauf. Und da haben wir den Platz nicht für. Das führt mich wieder zurück zum Gedanken, dass wir dann das Ganze halt doch so machen. Dass wir hier auf eine Brücke gehen oder in ein separates Gleis rein. Es ist halt schwierig, wenn man nicht genau schon eingezeichnet hat, welches Gleis wie was wo. Ich brauche jetzt doch mal diese Linie. Wir machen mal kurz Pause. Hier rüber. Da können wir auch noch aktivieren. Was passiert dann? Nicht viel. Okay. Oh doch, der hat jetzt irgendwie gewechselt. War der nicht vorher noch darunter? Naja gut. Man bringt die völlig durcheinander. Und mich ehrlich gesagt auch. Also. Das Gleis hier wär's. Wir kommen hier raus. Können dann, je nachdem, mit Weichen wechseln. Hier rüber. Dann hier lang und dann hier auf eine Brücke. Das würde ich eigentlich am liebsten machen. Die Frage ist, ob das funktioniert. Jetzt haben wir da noch einen Zug drauf, dass wir es nicht sehen. Aber hier müssten wir doch eigentlich rauskommen. Vielleicht nicht allzu schnell. Nein, da ist irgendwas darunter. Wir lassen mal nochmal laufen, dass der Zug weg kann. Ja, die X-Weiche ist darunter und die brauchen wir, weil der Zug von hier kommt, der muss hier rüber und muss dann da lang. Ist das zu wenig Weg sozusagen? Es ist zu wenig Weg. Wenn wir hier rüber gehen, das müsste man doch eigentlich auch lösen können. Dass wir hier auf diese beiden Gleise gehen und dann hier raus. Wer fährt denn hier? Jetzt brauche ich doch nochmal die Linien. Hellblau. Aha. Weißwasser. Langenberg-Heisenberg City. Okay, das könnte man eigentlich machen, dass wir hier so rausgehen. Dann müssen wir hier eine Weiche machen. Ich muss nachher nochmal schnell gucken, wo genau. Dass wir hier einfach geradeaus gehen. Das müsste eigentlich machbar sein. Ja, wird eher schwierig, aber hier kommen wir natürlich rein. Und dieses Gleis, das geht problemlos. Gut, jetzt müssen wir aber in dieses Gleis reinkommen. Von hier hinten. Man müsste irgendwie markieren können, welches das freie ist, damit man das immer weiß. Also das hier war's. Dann sind wir hier drauf. Gehen hier rüber. Hier rüber. Und müssten dann eigentlich früher schon wechseln. Hier wären wir hier hinten, wo wir nicht mehr rauskommen. Wir müssen früher hier rüberkommen. Also in dem Bereich hier. Dass wir hier eine Weiche machen. Das klappt. Ja, das ist aber zu spät. Je nachdem. Wenn wir dann auf dieses Gleis hier wollen. Das wäre ungefähr mein Anliegen. Und dann auf eine Brücke rauf. Das heißt, wir würden hier schon ein bisschen in die Höhe gehen. Wir können nicht auf eine Brücke. Wir müssen hier erstmal unten durch. Okay, wir bleiben senkrecht. sozusagen. Ich baue das mal. Das können wir nachher nochmal kappen. Aber dann weiß ich, wo ich raus wollte. Und jetzt müssen wir hier halt, wie gesagt, ganz rüberkommen. Im Prinzip so. Das würde nicht gehen. Das ist eine Kreuzung hier.
Ja, das ist viel zu wenig Weg. Das sieht man eigentlich eh schon. Dann ist da die Straße im Weg. Die könnten wir kappen, nochmal neu legen. Ist halt, ja, aber das ist die Straße von der Kirche. Das möchte ich dann irgendwie auch nicht wirklich. So, ihr ahnt es. Ich muss nochmal schnell gucken. Das hier rüber. Dann sind wir hier. Oh, das würde gehen. Okay, dann kommen wir hier rüber. So, sind dann hier und müssen dann hier noch ins andere Gleis rein. Mal gucken. Das würde eigentlich auch gehen. Das ist schon der Wahnsinn, was man hier machen kann. Okay, aber eben, ob ich nachher noch weiß, was ich hier wollte. Im Prinzip ist es ja logisch. Wir wollen einfach auf dieses Gleis. Und wenn wir das entsprechend mit Signalen regeln, dann müsste das eigentlich auch funktionieren. So, ich nehme dich nochmal weg, denn wir wollen da doch ein bisschen gerader aus. So, irgendwie so. Ne, ein bisschen dran vorbei. Wir müssen da noch unter dem Brückenteil durch. So, und hier unten durch. Und jetzt gucken, ob wir nicht schon ein bisschen Höhe gewinnen können. Nein, dann zerdeppern wir die Brücke. Okay, dann machen wir das kürzer. Und machen da eine Kurve. Also, das wäre mal so. Jetzt gucken, ob das schon reicht, um auf eine Brücke zu kommen. Und sonst machen wir einen größeren Bogen. So, mal schauen. Wir ziehen es mal direkt rüber. Das klappt perfekt. Genauso wollte ich es. Nein, natürlich nicht. Deswegen, wenn wir hier rüber gehen, wie sieht es dann aus? Wir müssen einfach möglichst bald irgendwie da rüber kommen. Aber das würde eigentlich so auch gehen, wenn wir das so machen. Weiter rauf komme ich aber nicht mehr. Ja, es reicht nicht vom Platz her, um auf eine Brücke zu kommen. Schade. Oder wir müssen es anders machen. Nochmal mitnehmen. Wenn wir es in kürzeren Abständen bauen, dann müsste der Winkel entsprechend genau steiler sein. Ja, da müsste doch eine Brücke dann folgen. Jawohl, da folgt auch eine Brücke. Wunderbar. Dann machen wir das bis hierher aufgeschüttet. Nehmen eine Brücke und machen mit der Brücke die Kurve. So, irgendwie so rüber. Natürlich nicht so, sondern so ähnlich. Mal gucken, was dann noch im Weg ist. Und wir nehmen, was nehmen wir denn hier? Eine modernere Brücke. Irgendwie sowas in der Richtung. Gut, wir sind jetzt da hinten halt zu nah am Gleis. Aber in der Theorie wird es funktionieren. Wir müssen hier aber nochmal kurz mit dem Bagger vorbei. Das nochmal kappen und das Ganze ein bisschen kürzer machen. So, sagen wir mal bis hier hin. So, hier wahrscheinlich sogar noch runterdrücken. Ich probiere es aber trotzdem. Moment, Moment, Moment. Hier rüber. Und jetzt in die Höhe. Und zack, geht immer noch nicht. Da hinten muss der Hügel weichen. Also Hügel weichen haben wir hier unten. Runterdrücken. Bisschen kleiner vom Werkzeug her. So, werden wir gleich wieder angleichen, damit das auch ein bisschen nach was aussieht. Wir graben hier ja nicht nach Öl oder irgendwas, sondern so, haben wir das schon? Ein bisschen größer mal noch. So, dass es wieder nach ein bisschen was aussieht. Zurück zum Gleis und jetzt müsste eigentlich der Hügel nicht mehr im Weg sein. Ja, so wird es klappen. Hier rüber, hier noch übers Gleis rüber. Dann irgendwie, welche Brücke haben wir denn gesagt? Eine von denen ist eigentlich egal. Jetzt aber die Ausrichtung, die sollte dann irgendwie plus minus etwa so sein. Ja, dann kommen wir da Richtung See. Das dürfte sogar noch ein bisschen mehr so sein. Oh, jetzt, das sieht ja eigentlich relativ cool aus. Gut, vielleicht noch runter. Mhm. Geht auch. Da kommen wir hier noch mit dem Zug vorbei und der andere. Wobei, das sieht eigentlich besser aus, wenn es ein bisschen höher ist. Das sieht besser aus. Dann gibt es hier aber nochmal eine Brücke. Das ist halt das Problem, denn hier geht es natürlich runter. Ja, sonst guck nur mal, ob wir da einen Damm machen. Ansonsten sieht das doch eigentlich für eine IC-Strecke relativ cool aus. Wir müssen hier auch auf das Gleis kommen. Das sollte eigentlich klappen. Mal gucken eben, ob ich das noch rekonstruieren kann, was ich mir da gedacht habe. Jetzt sollten wir aber vielleicht doch schon gucken, dass wir hier noch in ein zweites Gleis investieren. Ich hoffe, das klappt, dass wir da rüberkommen. Sollte bei dem Spiel eigentlich kein großes Problem sein, aber es sind doch ein paar Schienen und ein paar Straßen. Nee, das geht problemlos. Jawohl, bestens. So, und runter geht's. Nehmen wir gleich mal dich mit, weil du sozusagen möglichst nah hier an den Fluss ran sollst. Okay, so würde es so aussehen.
Aufgeschüttet geht schon mal gar nicht. Und mit dem Damm wäre es so. Ich muss sagen, so ein IC auf dem Damm, das würde schon cool aussehen. Aber ja, da haben wir ein kleines Problem mit dem Damm. Der reicht nicht bis zur Erde. Okay, funktioniert also nicht. Da müssen wir wahrscheinlich tatsächlich die gleiche Brücke nochmal nehmen. Ich hoffe, wir kommen bis Norddeich auf die Erde zurück. Das könnte noch schwierig sein. Wie kommen wir denn hier vorne eigentlich vorbei? Das ist dann auch noch eine Frage. Hier wollen wir nicht in den Bahnhof rein. Da müssen wir gucken. Vielleicht kurz... Ja, nee. Das Flussufer wechseln bringt gar nichts. Da müssen wir es hier wieder wechseln. Da vorne ist noch die nächste Stadt im Weg. Hier haben wir hier oben lang. Da vorne ist dann Norddeich. Also da wären wir dann am Ziel. Hier haben wir hier in dieses Gleis rein. Vielleicht hier unten durch. Und hier doch die Häuser durch. Dann müssen wir hier nochmal ein paar Häuser kappen. Das machen wir aber. Das sieht nämlich relativ cool aus. Dann düst hier doch tatsächlich dann ein IC durch. Und da ist die Titanic unterwegs. Ja, machen wir so. So, wo sind wir stehen geblieben? Weit, weit weg. Hier hinten. Gut, wir müssen das eigentlich so bauen. Anders geht's nicht. Haben wir festgestellt. Machen wir das mal und gucken, ob wir jetzt vernünftig irgendwie Richtung Boden kommen. Ja, kommen wir. Hier kommen wir dann zurück. Ja, kann man machen. Aufschütten geht wieder nicht, beziehungsweise... Ne, geht nicht. Okay, wie sieht's aus, wenn wir nochmal schnell wegen dem Damm gucken, dass wir hier auf den Damm kommen? Geht auch nicht. Der ist irgendwie, keine Ahnung, der hat nur eine bestimmte Höhe. Das heißt, der funktioniert nicht überall. Nochmal gucken, ist das die richtige Brücke? Nein, die mit Geländer hatten wir. Geländer. Wo haben wir die Geländerbrücke? Da. Okay, haben wir jetzt überall die gleiche Brücke? Ne, ich hab's doch fast vermutet. Oh, naja gut, das ist aber kein Drama. Dann wechselt das hier, das ist neu gebaut worden. Dann haben wir hier diese Brücke im Bahnhofsbereich und nachher geht's auf die andere Brücke. So, So, Moment, nehmen wir mit. Nach hier vorne. Und kaufen's und jetzt gehen wir runter. So, irgendwo hier haben wir gesagt. Okay, mit Gitter bzw. Geländer. Das ist kein Gitter. Ja, ist nicht ganz kostengünstig das Ganze. Interessiert uns aber relativ wenig. Bei 12,4 Milliarden Guthaben können wir auch mal aus dem Vollen schöpfen. So, ich denke, das sieht relativ cool aus, wenn der hier runterbrettert. Da haben wir 240. Das brauchen wir gar nicht. Der IC... Der fährt, was fährt der? 160, ich glaube. Die Wagen lassen 160 zu und ich glaube die Lokomotive, IC2 Lok heißt die, glaube ich. Die macht, glaube ich, auch 160. Also das würde passen. Okay, kaufen wir. Gehen hier lang, möglichst nah ans Wasser ran. Wunderbar. So, nach hier vorne, ein bisschen mit einer Kurve. Und dann hier durch, haben wir gesagt. Da müssen wir eigentlich nicht mal eine Kurve machen. Da könnten wir hier geradeaus düsen. Dann machen wir das mal. So, gehen hier Richtung Stadt. Kaufen das und nehmen das andere Gleis wieder mit. Hier vorne nach der Brücke. So, geht nicht. Moment, das müssen wir tatsächlich ein bisschen sorgfältiger machen. Mitkommen. Dankeschön. Ja, hat doch was. Irgendwie sieht das richtig monumental aus, das Ganze. So. Hier rein. Und da vorne, jetzt müssen wir halt gucken im Städtchen, was wir da abreißen müssen, damit wir hier relativ zügig durchs Städtchen durchkommen, beziehungsweise am Städtchen vorbei. Das wäre die Idee. Okay, da können wir ja einfach das Gleis mal mitnehmen und dann gucken, was würde das Spiel abreißen, wenn wir das so machen. Okay, das würde gar nichts abreißen. Das funktioniert so nicht, aus irgendeinem Grund. Aha, weil hier halt die Bus... Ne, das ist eigentlich auch nur eine Straße, die wir erst gerade gebaut haben. Kommen wir hier? Da kämen wir sogar durch. Wollen wir das? Das ist die Wendeschlaufe vom örtlichen Bus, vom Hafen, von der Titanic. Finde ich irgendwie nicht gut. Nein, möchte ich nicht. Wenn, dann düsen wir hier lang und machen da halt nochmal eine kleine Kurve. Das würde uns diese Gebäude kosten. Ja, damit müssen wir leben. Jetzt aber vielleicht doch noch ein bisschen näher daran. Machen wir mal so. Okay, dann haben wir sogar noch ein Haus gespart, aber das ist nachher fällig, weil hier kommt noch ein zweites Gleis lang. Bin ich auf der richtigen Seite? Jawohl. Gut.
hier zurück. Die bauen da ja wieder. Hoffe ich zumindest. Und sonst werden wir da mal mit dem Bürgermeister reden. Dass das doch eigentlich ein Grund ist, stolz zu sein, wenn man hier tatsächlich eine IC-Linie durchzieht. Oder durchfahren hat. Durchs Städtchen durch. Irgendwie hier anlegen und da, puh, das ist ja mit diesen Kreuzungen, das könnte ein Problem geben, dass wir hier rüberkommen. Wir wollen eigentlich hier lang. Wenn wir das mal so machen, ja, das funktioniert nicht. Da müssen wir die Straße kappen und die gibt es dann neu, sobald wir gebaut haben. Das Teil können wir eventuell stehen lassen. Müssen wir mal gucken. Gleis. Also hier kurz ran. Wäre gar nicht schlecht. Nicht das Gleis nutzen, sondern einfach andocken. Halt, jetzt bin ich aber auf der falschen Seite. Dann können wir mit dem nicht mehr andocken. Das funktioniert so nicht. Jetzt müssen wir mit dem anderen vorangehen. Mit dem hier. So, ziehen das aber mal noch hier lang, damit wir wirklich genau an der Straße sind. Oh, da muss aber ordentlich bremsen. 111. Moment, das müssen wir nochmal gucken. Kriegen wir das nicht irgendwie doch ein bisschen schneller hin? Weg mit dir. 102, 120, 130. Da muss er ein bisschen bremsen von seinen 160 runter. Das ist eigentlich okay. Wir sind hier im Stadtbereich. Hier werden irgendwann noch Häuser stehen. Von daher passt das. Ist das jetzt das Richtige? Ne, jetzt habe ich wieder das Falsche. Moment. So, machen wir so. 138 wollten wir eigentlich haben. Und dann hier ran komme ich nicht, weil das eigene Gleis im Weg ist. Okay, das irgendwie funktioniert das genauso, wie ich möchte. Nein, aber gleich haben wir es. So, jetzt müsste ich doch hier rankommen. Komme ich auch, 132. Okay, jetzt müssen wir aber wahrscheinlich hier dieses Gleis da vorne auch nochmal kappen. Ne, nicht mal unbedingt. Doch, ne, da müssen wir nochmal kappen. Das ist irgendwie zu krumm gebaut. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich da nicht mehr dran vorbei. Doch, kommen wir. Schwein gehabt. 131, bestens. Dann da die Straße nicht vergessen. Ja, das funktioniert dann doch nicht. Du musst auch noch weichen. So, bestens. Jetzt habe ich da noch ein bisschen von der anderen Zuglinie erwischt. Zack, kriegt er zurück. Jetzt kriege ich hier das Gleis nicht rüber. Jawohl, ich wusste es. Das heißt, die Straße muss auch nochmal weichen. Da haben wir Glück gehabt, dass es die Häuser nicht betroffen hat. So, dann machen wir das hier neu mit dieser Straße. Und wenn wir jetzt hier auch nicht rüberkommen, da ist sowieso schon mal ein anderes Problem. Also das würde gehen, aber irgendwie hier unten. Oder wenn wir es halt in kurzen Abschnitten bauen. Mal so. Und jetzt mitnehmen, funktioniert das oder? Doch, das funktioniert ohne Fehlermeldung. Wunderbar, dann kommen wir hier noch rüber. Jawohl. Und jetzt hier in eine ordentliche Kurve rein. Da raus. Okay, dass wir dann... wo wollen wir eigentlich hin? Das haben wir noch gar nicht bedacht. Wir haben nur gesagt, hier unten lang. Ja, ich würde sagen, hier. Hier oben, irgendwie, dass wir hier so durchdüsen. Das ist eine Linie, die kommt von da. Da könnten wir natürlich die Gleise auch nochmal anlegen. Und dann hier rausgehen. Oder von Anfang an. Hier oben haben wir auch noch eine Zuglinie. Das ist die Bergstrecke. Dass wir irgendwie hier rangehen und dann hier vorne. Das müssen wir gucken. Das weiß ich jetzt noch gar nicht, wie wir das machen. Wir gehen jetzt erstmal hier raus. 78 km/h, das ist okay. Der soll hier nicht rasen. Gut, und jetzt hier unten durch. Das würde so klappen. Ja, und ob das so klappt. Tatsächlich mit 290 sogar. Haben wir da nicht die Brücke auf dem Kopf? Nee. Wenn man die Oberleitungen sieht. Nein, das klappt. Gut. Auf welcher Seite sind wir denn hier? Im Prinzip auf der rechten. Wenn man es so betrachtet. Das heißt, wir müssten hier noch ein bisschen rüber, damit wir noch ein bisschen Platz haben. Für das andere Gleis. Jawohl, das klappt. Moment. Man reiche mir meinen Knubbel. Wo ist denn jetzt da hingekommen? Ich sehe ihn nicht. Ich muss nochmal. So, ein bisschen länger ziehen. Dann sehe ich hier auch meinen Knubbel. Bauen. Und hier unten brauchen wir erstmal das andere Gleis, das hier. So, hier rüber. Mit ein bisschen Glück kommen wir hier auch noch über die Straße rüber. Im Ernst. Das geht jetzt tatsächlich nicht mehr.
Na gut, dann muss die Straße auch nochmal weichen. So, hier noch und hier noch. Und dann werden wir hier wirklich den Verkehr nochmal neu, würde ich sagen, ankicken. So, Gleise haben wir noch. Straße ist weg. Das war, was wir wollten. Mitnehmen. Hier rüber. Und schon funktioniert es nämlich auch. Dann haben wir das Ganze schön zweigleisig. Nehm dich mit und häng dich da rein. Und schon sind wir an der Stadt vorbei. Und dann geht es da Richtung Berg. So, jetzt würde ich sagen, bevor wir weitermachen, machen wir hier mal die Straßen wieder hin. Mal gucken, wie. So. Was bist du für eine Straße? Du bist die hier. Das ist die, welche wir hier haben. Was wollten sie denn eigentlich? Im Prinzip mal sicher hier rein. Das ist aber die falsche Straße. Moment. Die hier ist es. Okay. Dann sicherlich hier irgendwie rein. Glaube ich zumindest. Oh, das würde die Brückenhöhe ändern. Das ist ja interessant. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Sag mal, im Ernst jetzt? Schiffbar? Tatsächlich, das würde irgendwie die Brückenhöhe ändern. Ja, gut. Wollten wir das überhaupt? War das verbunden? Ich glaube nicht. Hier fahren, glaube ich, auch keine LKWs von uns. Das ist einfach eine Brücke, die die KI gebaut hat. Was wir sicher wollen? Hier rüber? Kann das sein? Wollten wir hier rüber? Also sonst wollten wir sicher hier wieder rüber. Ja, das könnte ein Problem geben. Das habe ich schon kommen sehen. Eine Unterführung machen vielleicht. Oh ne, guck mal, das würde sogar gehen. Ja, je nachdem, so geht. Ist aber auch die falsche Straße. Das wäre die richtige. Machen wir mal. Jetzt mal gucken, ob wir hier noch reinkommen. Jawohl. Und hier hinten reißen wir mal ein Stückchen ab. Weil das können wir hier kaum verbinden. Das war fast klar. Dann gehst du mal weg. Und hier wieder rein. Dann haben wir hier Bäumchen, hier haben wir keinen, das ist eigentlich egal. Das ist im Prinzip Autobahn, wenn man genau guckt. Aber das hier passt auch. Gut, hier würde ich sagen, prädestiniert das Teil. Wunderbar, dann haben wir hier nämlich noch für die Gehsteige auch noch eine Ampel. Wir lassen mal laufen. Das würde stimmen, das würde auch stimmen. Jetzt bin ich nur einfach nicht ganz sicher, ob wir das hier nicht noch verbunden hatten. Aber eben, das ist eine Straße, die wir eigentlich nicht benutzen. Wir könnten ja trotzdem. Schaden tut's nicht, wenn wir hier rausgehen. Nee, das ist, sobald ich hier baue, möchten sie die Brücke. Also die machen nichts mit der Brücke, aber komischerweise wird das Gelände dann hier so verändert, dass da die Schiffe nicht mehr unten durchpassen. Na gut, dann machen wir hier eben keine Verbindung. Ich gehe mich geschlagen. Hilft ja nichts. Gut, sonst noch jemand eine Straße gekappt? Nein, soweit nicht. Hier unten haben wir, glaube ich... Jawohl, hier haben wir auch noch. Kein Bahnübergang, dann gibt es auch mal noch einen fetten. Sehr schön. Und hier vorne haben wir die Kurven und Co. Die Straßen haben wir wieder gebaut. Hier haben wir einen Bahnübergang. Ja, und dann geht das hier da unter der Brücke weiter. Bestens. Gut, liebe Freunde. Ich sage danke fürs Zusehen. Da kommt gerade ein Güterzug. Wir schauen uns den mal an, denn ja, Güterzüge gibt es erst später wieder. Jetzt gibt es erstmal den IC. Und zwar wahrscheinlich in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.